ist gerade 4.27 Uhr in der Nacht und ich bin immer noch mitten im Videoschnitt, seit ca. 15 Stunden dabei und noch lange nicht fertig, aber ich nehme jetzt erstmal hier das Intro auf. Freunde, ihr seht gleich ein Highlight-Video aus insgesamt 6 Jahren Fußball- bzw. Stadion-Videos von mir. Ich hatte einfach Bock, für euch sowas hochzuladen, riesiges Best-of. Ich habe gerade eben eine Liste gemacht, ich war in insgesamt schon 36 Stadien, die ich alleine auf YouTube gezeigt habe. Als kleines Kind war ich zum Beispiel noch in Nürnberg im Stadion oder in Bayreuth, meiner Heimatstadt. Die seht ihr logischerweise nicht, aber ansonsten wirklich alles in diesem Video. Es geht dann gleich los, davor gibt es noch eine kleine Kooperation und dann geht die Post ab. Dieses Video ist gesponsert von Soccer Manager 2022. Das ist eine Fußball-Manager-App, die auch offiziell lizenziert ist von der Bundesliga. Man kann natürlich rund sich in Europa austoben, welches Team man auswählt. Aber ich habe jetzt hier mal FC Bayern ausgewählt. Dann kann man natürlich allen Spielern Rollen zuweisen. Hier Kimmich Spielmacherrolle geben oder Lucas Hernandez hier spieleröffneter Verteidiger. Und ja, dann gibt es noch so ein Boost-System, wo man dann zum Beispiel die Stimmung von den Spielern erhöhen kann. Die Boost-Punkte sammelt man, indem man einfach ganz normal levelt. Und ja, hier auch mit den Taktiken, das finde ich halt richtig nice, wie ein echter Fußballmanager. Ja, zum Beispiel beide Außenbahnen sollen hier belegt werden oder wie der Stürmer sich verhalten soll, ob er direkt schießen soll oder ob er geduldig bleibt. Dann ging es auch schon in die Simulation hier im ersten Pflichtspiel im DFL Supercup gegen Borussia Dortmund. Und immer wenn ein Highlight passiert, wird automatisch in die 3D-Ansicht geswitcht. Hier Haaland zum Beispiel mit dem 1:0 für den BVB. Unglücklicherweise natürlich für mich. Ja, aber wunderschönes Tor, man sieht es in der Wiederholung, à la Roberto Carlos mit dem Außenriss reingepfeffert. Und dann fiel sogar noch das 2:0 für den BVB durch Marco Reus. Also war nicht so der beste Start für mich. Ja, am Ende holte BVB den Titel, aber in der Bundesliga lief es dann besser für mich. Hier am ersten Spieltag gegen Leverkusen, Lewandowski hier mit dem 1:0. Und ja, man kümmert sich auch wie im echten Leben dann auch zum Beispiel um Sponsorenverträge. Hier habe ich dann das vierte Angebot ganz rechts ausgewählt, weil ja einfach da am meisten Geld war. Für 2 Jahre 77 Millionen schmeckt das auch eine geile Funktion. Man ja, kann dann einfach seinen Verein allgemein verbessern, den Trainingsplatz, das Stadion, hier die Kapazität erhöhen oder das Scouting-Netzwerk. Natürlich kann man auch Spieler transferieren. Ich hatte nicht mehr so viel Geld, deswegen konnte ich Kevin De Bruyne nur eine Leihe anbieten. Aber Sané hat dann von mir ein Angebot bekommen von Leicester City für knapp 60 Millionen. Das habe ich dann angenommen, um ein bisschen liquide wieder zu sein. Dann kümmert man sich natürlich auch individuell um das Training, wo das Team den Fokus draufsetzen soll. Technik, Physis und vieles mehr. Die App ist natürlich kostenlos. Findet ihr oben in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr Bock habt auf ein cooles Managerspiel für unterwegs. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem Video. Checkt die Beschreibung aus und let's go. Mein großer Traum ist es, einmal nach Barcelona zu fahren, um dann endlich Messi und Co. live im Camp Nou zu sehen. Da ist das Camp Nou, Freunde. Erstmal das Barca-Trikot anziehen. Einfach nur gigantisch. Man wird hier sofort mit so vielen Pokalen begrüßt. Das hier sind natürlich die schönsten Trophäen. Ich habe schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper. Uiuiui. Der Rasen, gönnt euch den mal. Die Sicht von ganz oben, hier sitzen immer die Stadionsprecher und die Kommentatoren. Und ich tobe mich jetzt erstmal ein bisschen hier in den Bottega Megastore aus und werde dann auch eine Kleinigkeit für euch dort holen. Ich gehe jetzt etwas snacken, hier gibt es ein Restaurant im Camp Nou. So ein Frechdachs, ich glaube da einfach mein Essen. Unfassbar, sogar in Barcelona treffe ich hier ein paar Abonnenten. Servus. Auf jeden Fall richtig nice, sogar Barca-Fans. Also, visca el Barça, bis später. Und der Nächste ist am Start. Yo! Sitzt du im Bayern-Block? Ja. Okay, cool. Ich dachte, du bist für Barca, oder? Ja klar bin ich für Barca, Digga. Oh, Messi. Ich habe so Gänsehaut bekommen gerade, obwohl man ihn nicht mal richtig gesehen hat. Aber er war es, das war sein Auto. Neymar! Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Dass ich hier sitze. Nein. Jungs, ich kann den Spielern in die Augen schauen von hier. Aus Barcelona. Meine Stimme ist noch ganz heiser wegen dem Spiel von gestern.
heute nur am Campen, Digga. Was ist los mit dir? Beweg dich. Oh, 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 jetzt aber. Und zwar gehe ich heute auf das Champions League Finale Barcelona gegen Juventus Turin. Aquí estoy con un fan del Barça. And I'm about to do this all again. So I get out of bed, grab my books and a pen. So, ich bin jetzt durch die ganzen Kontrollen, hab mir natürlich direkt hier einen Crepe gegönnt. In welchem unbekannten, mysteriösen Restaurant befinden wir uns gerade? Maredo. Wir sind das erste Mal hier, ne? Ja. Ist krank, wie leise alle geblieben sind. So heftig, ja. Die Ciao Classico heute. 2-0 führen die schon nach der ersten Halbzeit. Ey, richtig nice. Ganz normal natürlich im Stadion Fußball zu gucken, aber er guckt auf dem Handy. Hat am Ende das Comeback bekommen. 2-1 gewinnt Madrid. Das war die POV, Leute, früher von Oliver Kahn. Danke dir. Man leuchtet quasi über das ehemalige Spielfeld gerade. Ja. Oh, die Platzschaft und Volley. Oh mein Gott. So eine Angst in meinem ganzen Leben, Leute. Wir haben es eigentlich geschafft, aus diesem Kreis rauszukommen. Der Taxifahrer hat sich fast noch geboxt mit dem alten Typen. Ja, noch! Oh, das ist schon. Hey. Ja, Digga. Ja, oh mein Gott, so heftig. Oh mein Gott. Neben mir sitzt genau die Familie von Arturo Vidal. Bis zum nächsten Mal und Grüße auch an die Abos, die ich getroffen habe im Stadion. Also, tschüss! Wieso können wir nicht Fußballspieler sein, Digga? Digga, ich will auch Fußballprofi sein, Mann. Das ist das Geilste, Digga. Das Gefühl, wenn du vor so vielen Leuten live mit einem Tor schießt, ey. Flows laid back, niggas hiding in a mask. MJ of rap, kicking flows laid back. Digga, wenn du hier eine Fußball-Challenge aufnimmst, ist das die geilste Location überhaupt, echt, ne? So. Jetzt machen wir eine kleine Roomtour durch die FIFA. Schau mal die Bälle, oh mein Gott. 2006 Matchball, das ist der Finalball. Das ist von 2010 der Finalball und das ist von 2014. Geiles Fußballwetter, Digga. Besser geht's gar nicht. Beste Bedingungen. Und noch eine schöne Bratwurst. Ich habe auch mit einem Zuschauer geschrieben bei Insta Direct. Er ist auch hier in Barcelona vor Ort und geht ins Stadion. Wir werden uns gleich treffen. Was geht ab, Alter? Ha? Alles klar? Was geht's? Bist du das erste Mal im Stadion, oder was? Korrekt, korrekt.
Eines der schönsten Erlebnisse in meinem ganzen Leben bisher, als Barcelona die Champions League gewann hier im Olympiastadion. Unglaublich. Auf die Trainerbank, ein bisschen als Zocker. Digga, das war das beste Interview der Welt. Wie fühlst du dich jetzt nach dem Interview, direkt wie ein Interview? Ja, ne, ja, ich würde sagen, ich kann jetzt vorm Bundestag sprechen. Gönnt euch mal diese Pracht. Oh mein Gott, Alter. Wir werden hier auch begrüßt mit einem freshen Rainbow. Gerade eben schon PSG getunnelt. Okay, Leute, ich bin hier mit Cafu, eine absolute Fußballlegende. I'm here with Cafu, a football legend. Nice to meet you. Estadio Santiago Bernabeu. Das müssten die Ultras sein von Madrid. Deswegen ist da auch so viel Polizei davor und so. Oh mein Gott, Leute. Kennt euch. Was ein Stadium. Bravo, Fidan, bravo. Und wenn es hier voll ist, das ist bestimmt ernst der Hexenkessel. Oder ist die Stimmung hier gut, Alex, im Stadion? Heute Bayern gegen Besiktas, Leute. Und ich bin hier mit meinem absoluten besten Kumpel, Leute, aus Bayreuth, Merz. So viele Besiktas-Fans. Das sind Besiktas-Fans, die wir gerade haben, Leute. Wie krass ist das denn? Das ist einfach lauter als die Münchner. Die haben hier noch einige Sachen hier jetzt modernisiert, seitdem ich das letzte Mal da war. Wir steppen jetzt gerade zu unserem Block. Richtig geil, hier sind immer so die Embleme, wie sie sich im Laufe der Jahre entwickelt haben. Nochmal eins höher müssen wir laufen. Wie krass sieht der Himmel aus auf meiner Cam, Digga. Da hinten wurden schon die ersten Bengalos gezündet. Mana, blau, gran, albin. Jawohl. Dale, Messi! Dale! Dale! Messi, gib Messi, gib Messi einfach einen Ball. Dale Messi, Dale Messi! Und schaut mal, was ich mit Stilchen hier entdeckt habe. Einfach Loot-Job da oben. Die ersten Steps in die Bay Arena. Vamos! Was die alles noch mit schmeißen, gell? Martin, du bist ja auch Real-Fan, gell? Ey, Digga, nur mit Real-Fans heute unterwegs, ey. Abpfiff, 2-1 Real. Stell dir vor, hier sind 6.800 Zuschauer. Okay. Mhm. Und das heißt, die Mädels. Du kannst dir vorstellen, du kannst sitzt da. Deine Frau, Freunde, keine Ahnung. Oder? Okay, es geht um das heißeste Mädel, Leute, und 6.800 Leute schauen zu. Das war die Motivation, die ich gebraucht habe. Deswegen ist der Trainer. Wow. Jawohl, sehr gut. Ich krieg den Ball hier auch nicht so weit. Okay, probiert ihr. Also. Oh, oh. Jo! 3, 2, 1! Jo! Oh! Shit,
Mr. bester Kumpel von Cristiano Ronaldo. Ich bin gerade so nah dran an James Rodriguez. Da steht er. Aber so viele Kameras und Handys. Können wir noch Selfie machen? Du weißt ja, was ging. Gutes Wert vor dem Mundial. Danke dir. Jerome, ein Foto? Richtig korrekt, Jerome. Wir gönnen uns erstmal diesen geilen Nachtisch. Zweite Halbzeit hat schon begonnen. 1-0 für FC Bayern nach Bayern, der Ecke. Geil! Und jetzt halt hier ein Originales aus der Zeit. Ich glaube, da würde sich freuen, dass ich so ein richtiger OG-Fan bin. Oioioi, Ronaldinho! Absolute Traube. Der Arme wird umringt von Paparazzo. Meine Güte, was geht hier ab, Digga? Oh, was eine Ballanlage. Oioioioi! Und Ronaldinho! Yeah! Lass mal aufstehen. Oioioi, was ein legendäres Bild da hängt. Ronaldinho und Messi noch mit der Rückennummer 30. Ist heute der perfekte Tag, um Real Madrid zu besiegen. Aha, und ist das hier, por favor? Ah, si. Ja. Fertig. Einmal das große Bild hier mit Messi. Leute, ich glaube, Messi ist das doch gerade gewesen. Ich glaube, er macht es warm. Ja, Digga! Alles Gute zum Geburtstag, Prinz. Ich hoffe, es ist auf Cam drauf. Der Prinz hat zugezwinkert. Ich bin auf dem Feld, Digga. Ricky Putsch spielt so krass. Schaut mal an, wie dünn der ist und wie klein. Aber der hat so eine kranke Technik. Ich stehe die ganze Zeit neben der Trainerbank von Barcelona. Genau da stand ich und hier saßen die. Okay, und die letzte Frage. Candlelight Dinner oder Netflix and Chill? Beides zusammen. Erst Candlelight Dinner und dann Netflix and Chill. So kann man das machen, ne? Okay, Jerome, vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Hey. Der guckt, glaube ich, keine Animes. Okay, 8-2 war schon schmerzhaft, aber... Sorry. Divertirnos y pasar un rato. Seguro, él dijo algunas buenas palabras. Bueno, Antoine, muchísimas gracias por tu tiempo. Manchester United gegen Barcelona im Old Trafford, das erste Mal. Was ist das für ein Platz? Wie geil ist das, Alter? Ich bin quasi der Erste im Stadion. Komm, Piqué! Hol ihn! Nice! Messi, Messi! Oh Gott! Abseits! Nein! Video Assistant, sei Dank! Der Herr neben mir ist einfach Liverpool-Fan. Er hat sich auch gefreut, weil Suarez es vorgemacht hat. Rückspiel, Champions League Viertelfinale, Barca gegen Manchester United. Ich bin auch nicht alleine im Hotel. Tamak ist auch am Start, Digga. Lieber Check, wie geht's dir? Normal, gut, alles Digga. Gut, Bro? Ja, ich freu mich, Digga, mit dir am Start zu sein. Marcelo ist auch am Start, Digga. Was geht ab? Oh! Messi, Dios de Fútbol. Wen wird's erwischen? Oh, Kimmich hat's erwischt! FC Bayern München!
Was sagst du dazu, dass Barca gegen Valencia verloren hat, ne? Willst du das Video zu Ende schneiden? How long are you a Barca fan? 2 years. 2 years? And which is your favorite player? Messi, Cesc Griezmann. Griezmann? Frankie de Jong. Okay, wie geil ist das? Denn hier ist sogar ein Barca-Store aufgebaut. Da vorne seht ihr auch schon Iniesta, David Villa, Podolski ist leider nicht da. Ich zeige jetzt auch mal meine geballte Sprungkraft. Greetings to Germany! How long are you a Barca fan? Hey! Yes. Leute, das sind nicht mal 30 Meter. Ich würde so gerne Flitzer machen, ohne Mist. Das wäre so einfach. Einfach hier drüber springen, schnell. Let's go! Iniesta, erste Ballberührung. Muchas gracias. Ja, just weniger. Tschüss, Leute. Einfach David Villa. Legende Roberto Carlos einfach. Bis jetzt war ich immer nur im Stadion hier unten, wenn es leer war. Aber so ist auf jeden Fall schon richtig krass. Erstmal Eckbahnfahne anfassen. Mati, lass es! Von hier unten kann man sich schon ein wenig in den Spieler hineinversetzen, wie es so ist, im Stadion zu spielen. Spätestens jetzt, wenn Barca hier wäre, würde ich wirklich absolut flitzen. Komm auf Joshua! Let's go, Kimmich! Oh! Schau mal, wie die... Tschüss! Müller! Let's go, Mann. Schauen wir mal rein. Oh, die Sitze sind schon mal richtig edel, Digga. Vorne, denke ich mal, sitzt wahrscheinlich immer der Trainer. Oh, ist auf jeden Fall bequem. Max, vielen Dank für die Einladung. War echt ein richtig cooler Tag, Digga. Sehr gerne. Wie lange planst du noch zu spielen? Ja, Claudia. Wir haben 16 Spieler, ich auch schon. Vielleicht nochmal, ja. Ja, Mann. Wir hören Angst hier, Alter. Also. Was ist hier? Krass steil auch nach unten, ne? Oh! Ich glaube, ein Traum von jedem Dortmund-Fan, hier mal drin zu sein. Oh, wie geil ist das, Freunde. Marco Reus. Danke. Ich war immer noch mit drauf. Ja. Tone hat's geschafft, Bild mit Reus. Die Kids, die mich erkannt haben, kriegen jetzt auch Unterschriften von den Spielern. Ehre. Axel, bitte mal. Es ist so geil und gigantisch und hier nah am Rasen zu sein. Ist ja auch das größte Stadion in Deutschland, Freunde. It's Champions League time. Gänsehaut bekommen unter der Jacke. Ja! Ja! Einfach Eric Abidal, Digga. Oh, Jorge! Was ein Puffer. Super, ey. Der gerade die Flash-Stepper gemacht hat, war bei Bar von der Jugend. Er ist richtig klein, ne? Ich bin groß wie Messi. This don't know how to shoot, bro. What do you say? Da kommt auf jeden Fall noch der Rasen bald hin. Oder du solltest nicht reinfallen. Der Verein hat auf jeden Fall die Ambition, wieder so schnell wie möglich in die erste Liga zu kommen. Und mit dem Stadion können sie sich auf jeden Fall damit sehen lassen. Die spielen einfach Klero hier im Stadion ab. Da hinten werden übrigens die Auswärtsfans sitzen. Wie findet ihr eigentlich die Friese? Seiten auf Null? Seiten auf Sifra? U19 Bundesliga-Spieler, Leute, richtig talentierte Jungs. Ich dachte, er ist drin, ne? Gut gehalten, Lukas. Nice. Gefällt mir. Al Camp Nou, por favor. Leute, der Verkehr ist zu krass, Digga, wenn 99.000 sich zum Stadion transportieren. Oh yeah. Handshake. Fast vergleichbar mit mir und Konzi. Vom spielerischen Niveau her. Oh mein Gott, Messi! Messi! Oh mein Gott, was macht Messi gerade, Digga? Alle, alle, alle! Leo Messi, Dios de Football! Wie geil sieht das aus? Schaut mal, wer da ist. Der beste Maler, der mir das Messi-Bild geschenkt hat. Alio! Ey, schau mal, der kleine Frechdachs-Junge, Digga. Mit seiner Real Madrid-Flagge. Da ist der offizielle Barca-Bus. What the fuck? Da ist der Barca-Bus, ey! Da werden Pyros gezündet. Alter, wie krass sieht das aus hier auf Camp? Wir haben gerade mit dem Opa von Frankie geredet. Ja, das ist so krass. Er hat gesagt, er spielt von Anfang an. Bro, wir haben einfach gerade Familie von Frankie getroffen. Ja, und unseren Bruder noch, glaube ich. Und unseren Kumpel, ne? Barca! 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 Real
wird ausgepfiffen und Ballverlust. Ruhig, Messi, ruhig. Ja, Messi. Ja, ja, ja. Schön, Leo. Ja. Ja. Ja, Leo! Wir schauen mal, ob sich jemand meldet aus der Presseabteilung. Eine Frage? Ja. Ja, Sie? Senor Coutinho, ich habe gehört, Sie haben letztens den YouTuber Visca Barca getroffen, als Sie Ihr Kind abgeholt haben von der Tribüne. Wie war das Gefühl, so einen berühmten YouTuber zu treffen? Als Kind war es immer mein Traumberuf, mal Fußballkommentator zu werden, Leute. Und heute darf ich tatsächlich mal reinschnuppern, gemeinsam mit dem Tone. Hier sehen wir nochmal einen extra Screen, Leute. Aber wir können natürlich auch das Spiel in echt anschauen. Auf Pavard. Spielt und schöner Doppelpass, oh Goretzka! Mit Lewandowski! Lewandowski! 2:0! Die Mannschaft kommt rein! Oh mein Gott, Leute. Was eine Choreo. PSG hat auch krasse Fans, hätte ich nicht gedacht. Haaland! Ja! Oh mein Gott! Haaland! Das weltberühmte Graffiti von Maradona, mitten im spanischen Viertel. Da werde ich nochmal kontrolliert, also richtig heftige Kontrollen für Auswärtsfans. Gönnt euch mal dieses kleine Graffiti hier, Ultras Napoli. Begleitet uns jetzt hier weg vom Stadion. Yes. Dieses Stadion ist schon eine Festung von außen. Kann man schon mal zeigen, ne? Wie ist der Wahnsinn? Das Mädchen hat auch richtig Eier. Zack. Da hinten wird nachher Messi Hattrick schießen. Hattrick Messi nachher, Digga? Ja, 100%. Ich hab Angst vor Messi, Mann. Genau so muss man die Madridistas behandeln, nicht anders. Ey, ey, was sagst du da? Ey, ey, ey. Nein, Spaß. Die Leute sagen hier, Barca, das gefällt mir gar nicht, Alter. Wird hier aggressiv. Das ist mein Block, genau mittig aufs Stadion, auf der Gegentribüne. Messi. In Aramad, in Aramad, Aramad. Hier ist Regen. Hey, ich meine. Hier sind die gestern durchgelaufen, haben gegen die Wände gehauen und so. Bei dem Spiel habe ich mich mit einem Realkumpel fast geschlagen. Ne, ohne Witz. Wir sind so richtig Kopf an Kopf und haben uns gegenseitig geschubst. Echt jetzt? Ja, und das ist ein guter Freund von mir. Ja. Bas hat nicht mal die Hälfte, Alter. Und dann noch ein bisschen immer so. Ja. Ja, ja, ja. Hier das Wasser einfach an, was, ne? Ja, Mann. Muss doch mal mein Barca-Trikot raustun. Das ist der Spielerton, Leute, von Real Madrid. Real Madrid? No. Genau hier. Da geht's zum Rasen hoch. Und hier ist dann Platz ohne Gitter. Ja, Ramos, ¿cómo estás? ¿Sí, todo bien? Oh mein Gott, genau hier sind die Spieler reingelaufen, Leute. Ich brauche jetzt, glaube ich, noch mal eine Schweigeminute. Dreimal dürft ihr raten, wer gerade eben den Ball darunter gehauen hat. Es war Daniel. Tut mir leid, man kennt's, ja. Darauf habe ich mir erstmal einen Schluck Wasser verdient. Da ist er, der Henkelpott. Werden die Bayern ihn holen oder nicht? Das epische Triple. 3, 2, 1, go. Nein, mein Handy ist jetzt tot. Ach, jetzt ist Akku aus? Was? Nein! For the second half, we heard our fans supporting us, even though they were down in the score. Oh my God. So surreal, Leute. Das ist einfach die originale Champions League-Trophäe. Morgen ist das Final. Wir werden auch morgen noch Deco treffen, Leute. Die Ikone. Leo siempre ha sido igual, ¿no? Nunca ha sido un jugador nervioso. Vamos, Deco.
Oh! One try! Oh! Five! Das war's! Yeah! Wer ist eigentlich deiner Meinung nach der Beste? Messi oder Ronaldo? Komm, für dich sage ich jetzt Lionel Messi. Ja, okay. Ehrenmann, Leute. Ich bin echt begeistert, wie geil das Stadion von außen aussieht, Freunde. Ne? Richtiges Kolosseum. Nudeln, Fleisch. Oh, Digga, meine Kamera hat's beschlagen. Hier noch Vorspeisen. Ja, Mann, wir gönnen uns richtig. Alter, krank. Was eine Chance für Sevilla. Oh mein Gott. Was? Neuer Held. Er gewinnt jetzt wieder den Pichichi, auch schon wieder bei 30 Ligatoren steht Messi hier, seine Ballon d'Or im Hintergrund. Sehr nah dran. Oh, schaut mal, da ist der Sack, wo der Gärtner gerade hier, das sind alles Fetzen vom Kamu. Er schmeißt es eh weg, Leute. Oh mein Gott, Leute, ich fasse es nicht, Digga. Ich bin so glücklich. Hier wird dann Havertz und Co. morgen hoffentlich geile Ecken reinballern. Guardiola macht auch ein paar Juggling Skills. Wahnsinn, was ist das für ein Hintergrund, Leute? Finale in Porto. Das wird eine richtig spannende Kiste. Silver, silver, silver. I need this. You need this, right? Yes, yes, yes. Yeah, yeah. Please, I need this. Doesn't matter how. Okay, good luck. Bye. Kai, let's go, man! Vamos! Hol dir den Pott, Bruder! Ich freue mich einfach mega für euch, wieder Stadionvlogs zu machen. Auch dann bald zur EM. Das ist unser Hotelzimmer. Wir sind in Rom angekommen. 7 Stunden und wir machen aus Rom Istanbul. Da vorne hat damals Messi den legendären Kopfball erzielt im Champions League-Finale 2009. Kranke Legende Nummer 1, kranke Legende Nummer 2. Wow, Wahnsinn! Wow! Was gibt's hier auf, Alter? Hey, es hört ja gar nicht. Hey, es hört nicht auf! Mein Gott! Sorry, Mert. Es tut mir leid. Ich hätte es euch gegönnt. Ist bodenlos. Ist bodenlos, Mann. Weiter! Weiter, Alter! Deutschland! Mit Deutschland fahren, oder was? But this is the best, guys. It's one of the best, but the best of all is Ronaldo. Ah, no. He's the best. Es ist viel heißer als beim letzten Spiel. Man stirbt wirklich. Warum ist es heißer? Weil du im Stadion bist, oder was? Anton! Sydney auch im Start, Digga. Moin. Und Motti. Er hat einfach Anton als Vlog auf dem Shirt. Alter, Willi! Was geht? Ronaldo ist gerade im Reihe mit seiner Mannschaft. Tor Ronaldo. In 2 Spielen jetzt für ihn. Oh, Ronaldo behauptet den Ball hier. Oh, mein Gott! Hey, das war krass, Bro. Komm! Komm jetzt! Komm! Akku ist leer, gegangen. Ich muss mein iPhone jetzt machen. Viele Ernesto, Valverde, hey, was geht, Bro? Ja. So ein Brezelstück nehme ich, Tone. Ehre. Ah. Hey, Marcelo! Klose oder was? Ist gut. Ach so. Hello, Joncha. Ah, du hast Marcel sein Trikot, gell? Einmal? Yeah, von 2014. Ah, nice. Schau mal. Alter!
Digga, wenn das kein Foul war, was das krasseste Tackle, Digga. Die Arena leuchtet einfach in französischen Farben. Ah, okay, und hier geht's dann mit der Deutschlandflagge weiter quasi. Wir sind noch alle zusammen in der Bar, Leute. Lassen den Abend ausklingen. Mati ist auch da. Wir sind beim Ehrenhabibi. Mati. Einmal bei Portugal-Fans ein bisschen provozieren, oder? Messi! He likes the risks. No, I'm joking. Good luck. In Rom waren wir jetzt schon bei einem EM-Spiel, in München waren wir. London wäre das Finale. Wenn Ronaldo trifft, ist es wieder schlecht für Deutschland. Jetzt mache ich Auge. Der Mann hat Nerven aus Stahl eigentlich, aber ich glaube, selbst er ist jetzt nervös. Komm. Ich habe keine Ahnung, was bei Deutschland abging. Wir haben nur den Live-Ticker gesehen. Goretzka hat uns noch gerettet. Also wir versuchen heute Abend irgendwie die Portugal-Mannschaft zu sehen. Jetzt geht's in die Innenstadt von Sevilla. Ticket abholen. Vamos! Oh mein Gott, Alter! Das ist das Stadion von außen. Sieht eher aus wie so ein fettes Einkaufszentrum. Lukaku, Yves Ronaldo, lol, was ging da? Oh mein Gott! Sehr, sehr schade, ne? Ich sag's ehrlich, Leute, Portugal war die bessere Mannschaft für mich. Damit ich diesen Vlog drehen kann, musste ich vor 5 Tagen bereits anreisen, weil man halt in Quarantäne muss, wenn man nicht aus London oder aus Großbritannien kommt. London ist schon eine mega krasse Stadt, muss ich sagen. Todesheiß, aber 10 von 10. Die Maria! Was ein Bild, Neymar umarmt und gratuliert Messi. Hier in der U-Bahn sieht es noch aus wie bei Harry Potter. Winkelgasse. Dort hat damals Messi das Tor gemacht gegen Van der Sar, ist dann dort zur Seite gelaufen, hat die Kameras mit seinem Fuß weggeschlagen. Man spürt sogar von hier die Hitze. Jetzt kommt England. Alter, oh mein Gott, okay. Das kannst du nicht vergleichen. Ich habe auf dem Kopf Gänsehaut. Hier oben habe ich Gänsehaut. Alter, er fühlt es so heftig. Und? Oh, 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 oh! Ich wusste es! Ich hab's gekollt! Ich hab's gekollt! Oh mein Gott, Junge! Alter, was geht hier ab? Die dreht durch! Oh, er zeigt Mittelfinger! Wenn er verfehlt, machst du es auf! Italien hat! Was ein Erlebnis, bei sowas mal dabei zu sein. Und Feuerwerk jetzt auch aus dem Ring im Wembley-Stadion. Der erste Blick in die Mercedes-Benz Arena. Let's go. Ja, Maxi, was sagst du? Sieht auf jeden Fall sehr frisch aus. Das ist der Präsident von Barça, Laporta. Vizcay Barça! Memphis! Dale! Yusuf wieder. Oh, Junge, komm. Yusuf, ich seh dir alle. Frag mich nach Bild. Digga, das ist doch nicht dein Ernst, Bruder. Ich selber, Bro. Ich hab halt schon. Du hast mich abonniert, okay. Ja. Ausnahme, Bro. Danke, hier. Danke, ich küsse dein Herz. Danke. Und das müsste Karim sein, Kollege von Eli und Zip. Sehr talentierter Spieler. Memphis ist dran. Au! Oh, oh, oh. Digga, das ist ein Testspiel. Hey, ich glaub, wir sind am Finale. Champions League Finale. Das ist der Karim gegen Dest. Ey, der ist echt sehr gut, ne? Wirklich. Kannst halt aber echt fast nicht verteidigen, ne? Haaland-Sprecherin im Stadion. Erling, wenn du das hörst, glaub mir, das Kampu wird deinen Namen auch mindestens genauso laut schreien. Da drin sitzt Messi. Busser, Busser, man kann vielleicht durchgucken, ne? Weißt du, das ist Mbappé, oder? Wir haben so ein Glück, dass wir dabei sind im Stadion. Das erste Spiel. Das ganze Stadion schreit Messi. Oh mein Gott, Messi. Leute, schaut euch das an. Alle Leute haben ihre Handys draußen.
Messi. Ich glaube, dieses Video wird sogar noch krasser als das erste Spiel von Messi, weil er einfach zu Hause sein Debüt gibt. Ja, natürlich, was das hätte ich bei FC Preußen, das wäre auch besser gewesen. Digga, da war ja gar keine Fans. Da sind die Coaching-Zones, rechts ist Man United, da wo dann Solskjaer, der Trainer, steht. Und dann hat er hier diese Overview auf den Pitch. Ah, Digga. Nice. Hier zum Beispiel saß dann damals Barcelona. Oh, das hier ist das legendäre Ronaldinho-Trikot. Oh mein Gott. Als er damals diesen Tanz gemacht hat und damit der Pickel geschossen hat. Und hier passierte damals das Wunder, als Iniesta das Tor geschossen hat, das 1-1 2009. Für mich damals war das natürlich absolut unbeschreibliches Gefühl, aber für die Chelsea-Fans natürlich ein großes Trauma. Man kann hier schauen, wie groß man im Vergleich zu den Spielern ist. Lul, ich wäre fast einen Kopf größer als Kanté. Vor allem, was ich hier von außen gesehen habe, ne? Allianz Arena vielleicht cooler, weil es halt von außen auch leuchtet. Ist Lukaku eine Maschine, ne? Wenn man auf Rasenhöhe ist, dann sieht man es erst recht, ne? Alter, ist das eine Stimmung. Ich komme nicht drauf klar, ne? Die englischen Fans sind echt insane. Oh mein Gott, Leute, ich komme nicht drauf klar. Dieses Stadion ist wirklich der Hammer. Ich hoffe so sehr, Wagner lässt sich nicht einschüchtern von dieser Atmosphäre. Digga! Also mein erstes Mal im Wanda Metropolitano bleibt auf jeden Fall zum Vergessen. Allianz Stadium, das ist safe die U13 und U12 von Juve. Hier ist das legendäre Tor von Ronaldo passiert. Flanke von Lucas Vazquez und da dann der Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo. Ja, die Franzosen, die schaffen es teilweise nicht mal, einen Ball zu kommen. Jetzt Lukaku, der ist drin, der ist drin. Schon mein vierter Klassiko hier im Camp Nou. Noch nie habe ich Barca-Sieg gesehen. Ey, bitte heute. Endlich wieder volles Stadion. Blaugrana, I win. Ja, ja. Ah, nein, nein, Bruder. No, puta Dios, no. Was für eine Chance. Es ist viel größer als die Allianz vom Gefühl her. Also ja, safe. Habe ich beim letzten Mal auch gesagt. Milan Derby, wir sind dabei. Wir können leicht das Video jetzt beenden, oder?